Um ein Schneebrett zu bekommen, brauche ich 4 Zutaten. Als erstes brauche ich mal eine ungünstige Schichtung. Das heißt, ich brauche das Brett, diese Schneetafel, die abgleitet, die wiederum auf einer weichen, schwachen Schicht liegen muss. Sonst fehlt mir hier die Voraussetzung, dass ich überhaupt dieses Brett in Bewegung bringen kann. Als zweite Zutat brauche ich dann eben den Skifahrer oder das störende Element, die Initialisierung, wie man das bezeichnet. Also jemand, der den Bruch auslöst. Als drittes brauche ich dann die Fähigkeit, dass das Brett den Bruch in der Schwachschicht auch weiterlaufen lässt. Das heißt, dass diese Tafel wirklich dann groß wird und in einem Stück abgehen kann. Diese Ausbreitungsfähigkeit ist ein besonders eigenes und schwer zu beurteilendes Indiz oder Kriterium für diese Schneebretter. Und die letzte Zutat, also das vierte, was wir benötigen, ist dann die ausreichende Hangsteilheit. Wie wir schon gehört haben, erst ab 30 Grad rutscht dann der Schnee auch ab. Und im Mittel sind es eben 38 Grad, die wir hier bei den Skifahrer-Schneebrettlawinen beobachten. Für die Einschätzung der Lawinengefahr ist es günstig, dass man sich einen gewissen Raster zurechtlegt. Und der ideale Raster ist dieses 3x3. 3x3 bedeutet in den Bereichen Verhältnissen, Gelände, Ziel und Mensch schaue ich mir die räumlichen Ebenen an. Einmal die Tourenplanung, dann die Tour an und für sich und zum Schluss den Einzelhang. Und in diesem Raster kann man alle Aspekte sehr gut aufschlüsseln und auch sehr gut behandeln. Der Baustein der Verhältnisse, den wird wiederum untergliedert, nämlich A in das Wetter, was uns ja beeinflusst. Also nicht nur, dass das Wetter die Schneedecke formt, sondern auch, dass das Wetter natürlich in Form von der Sicht, vom Wind, von Kälte uns direkt auch gefährden kann. Und das zweite natürlich, der große Baustein, die Schneedecke. Also die uns dann nachher vielleicht um die Ohren fliegt und die wir beurteilen müssen, also wie ist sie aufgebaut, wo sind Schwachschichten, wie gefährlich ist es heute. Bei den Wetterparametern haben wir eigentlich 3 Hauptbereiche. Das ist der Niederschlag, sprich in erster Linie der Neuschnee, könnte aber auch der Regen sein. Das ist der Wind, wo es um die Windstärke und die Windrichtung geht. Und es ist die Temperatur bzw. die Strahlung, wo es darum geht, wie viel Wärme kommt in die Schneedecke. Wenn wir den Niederschlag betrachten, haben wir 2 große Punkte. Einerseits ist der Niederschlag in fester Form, in Form von Schnee, den wir bei der Tourenplanung berücksichtigen, beziehungsweise auch im Gelände berücksichtigen. Und andererseits ist es der Regen. Der Regen ist eigentlich besonders kritisch, weil nichts bringt so viel Wärme, so viel Schmelzenergie in die Schneedecke wie der Regen. Bleiben wir beim Schnee. Beim Schnee geht es insbesondere um die kritische Neuschneemenge. Wenn also die Temperaturen sehr tief sind, der Schnee sehr trocken fällt und die Oberfläche sehr glatt ist, kann sich der Schnee nicht so gut in der Ablagerung verfestigen und er ist störanfälliger. Insbesondere Lockerschneelawinen sind dann zu erwarten. Aber wenn zu den ungünstigen Faktoren wie tiefen Temperaturen, glatter Oberfläche noch ein gewisser Wind dazukommt, dann ist man mit dem Neuschneeproblem bzw. mit der kritischen Neuschneemenge sehr rasch an der unteren Grenze angelangt. Das heißt, dann ist schon ab 10 bis 20 cm kritisch. Wenn der Schnee sehr ruhig fällt, die Temperaturen knapp unter 0 Grad ist und die Menge nicht über einen halben Meter hinausgeht, dann nennt man das günstige Bedingungen. Überhaupt, wenn die Altschneedecke grob strukturiert ist, uneben ist, rau ist und dann kann man auch bei 30 bis 50 cm einen Tag im Powder genießen. Bei der Temperatur gibt es jetzt auch so eine Normalverteilung. Also sehr kalt ist schlecht, sehr warm ist schlecht und im Mittelbereich ist es nicht ganz so schlimm. Also sehr kalt bedeutet extreme Minustemperaturen, damit habe ich eine starke aufbauende Umwandlung, es bilden sich eventuell Schwachschichten in der Schneedecke. Sehr warme Temperaturen, vor allen Dingen sehr schnell oder aber auch durch Regen verursacht, führt zu einer krassen Durchfeuchtung der oberen Schichten und damit zum Anstieg der Lawinengefahr durch diese Durchfeuchtung. Und im Mittelbereich sind die Auswirkungen dann eher sehr langsam oder auch positiv, weil die Schneedecke sich setzt und sich quasi verbindet besser miteinander. Am Mittelbereich heißt für den Schnee so minus 5 Grad, minus 3 Grad. Alles, was an die Null oder drüber rausgeht aus Sicht des Schnees, ist krass warm. Und sehr kalt bedeutet für den Schnee ja minus 15 Grad, minus 20 Grad. Nur um mal so eine Relation dafür auch zu bekommen.
Wind ist der Baumeister der Lawinen. Wind ist dafür verantwortlich, dass sich frische Triebschneeansammlungen bilden. Das heißt, ein Triebschneeproblem entsteht. Kann man den Wind einschätzen in seiner Richtung und in seiner Stärke, kann man dem Lawinenproblem recht gut zu Leibe rücken. Das heißt, wenn man erkennt, wo der Triebschnee liegt, kann man diesen Triebschneeansammlungen ausweichen und eine gute Linie finden, um sicher abzufahren. Grundsätzlich kann man bei Schneeverfrachtung durch den Wind zwei Bereiche unterscheiden. Einerseits das Schneetreiben, das heißt, man hat Niederschlag, Schneefall plus Wind. Und da werden die Schneeflocken direkt verfrachtet und vom Luv ins Lee transportiert, mechanisch zerkleinert, verfestigt und so Triebschneeansammlungen gebildet. Der zweite Bereich betrifft das Schneefegen. Das heißt, auch bei schönem Wetter kann durch starken Wind die Schneeoberfläche erodiert werden. Wie ein Sandstrahlgebläse werden Schneekristalle durch den Wind vom Boden weggefegt und wieder vom Luv ins Lee transportiert. Das heißt, frische Triebschneeansammlungen entstehen auch bei Schönwetterperioden, wenn entsprechend starker Wind über 40 km/h vorherrscht. Wesentlich mehr als 50% der Lawinenunfälle sind mit einem Triebschneeproblem in Zusammenhang zu bringen. Das heißt, wenn man das Triebschneeproblem in seiner Lage und in seiner Ausprägung gut einschätzen kann, kann man das Risiko deutlich senken. Den gesamten Witterungsverlauf vom Winter finde ich also in meiner Schneedecke wieder. Ich werde Wärmeperioden finden, Wärmephasen in der Form, dass ich Schmelzumwandlungen finde in meinem Schneedeckenaufbau. Lange Kälteperioden bilden sich ab, indem ich da aufgebaute, kantige Kristalle finde. Wenn es geregnet hat, werde ich eine Eiskruste finden durch den Regen. Und so habe ich quasi ein Spiegelbild von meinem Witterungsverlauf in der Schneedecke. Wenn wir jetzt unsere Lawinenprobleme anschauen, dann sind die eigentlich genau auch dem Wetter zugeordnet, also diesen verschiedenen Einflussfaktoren. Wir haben ja eigentlich als für uns relevante des Niederschlags, also das Neuschneeproblem. Wir haben den Wind, das heißt das Triebschneeproblem. Wir haben die Temperatur, also die Erwärmung. Das Nassschneeproblem und wir haben durch die Kälte dieses Altschneeproblem, was jetzt nicht direkt wirkt, sondern ich bilde halt durch die Kälte kantige, aufgebaute, lockere Kristalle und irgendwann später durch Wind, durch Niederschlag werden die zugedeckt, sind jetzt aber hier in der Schneedecke gespeichert mein Problem, also mein Altschneeproblem. Also alle Witterungsfaktoren erzeugen quasi ein Lawinenproblem in entweder negativen Sinne, kann aber auch positiv sein, wenn zum Beispiel eine Wärme so eine kantige Schwachschicht in der Schneedecke wieder auflöst. Also es kann auch heilende Funktion haben. Die Bedeutung für das Wetter und für die Schneedecke und die Lawinengefahr kann man sich an einem Beispiel vor Augen führen. Nehmen wir an, es ist jetzt relativ lange kalt, schönes Wetter, nachts Abstrahlung. Jetzt wird der Schnee an der Oberfläche sich aufbauen. Das heißt, es wachsen große, kantige Kristalle, sehr lockerer Schnee, super zum Skifahren. So alter Zuckerschnee oder Salzschnee, sagt man manchmal auch, der jetzt eigentlich überhaupt keine Gefahr darstellt. Als nächstes haben wir zum Beispiel einen leichten Niederschlag. Es fängt an zu schneien. Diese kantige Schicht wird jetzt überlagert. Dazu kommt der Wind. Es wird also auch noch zusätzlich Schnee beim Neuschnee, aber auch durch den Wind drauf verfrachtet, aber durch den Wind jetzt auch noch gepackt. Also klein gehäckselt, die Kristalle dicht gepackt und damit spröde. Das optimale Brett. Ein weiterer lawinenbildender Faktor bezieht sich auf das Gelände. Wir wissen, dass in steilen Hängen leichter Lawinen ausgelöst werden können als in flachen Hängen. Je höher die Gefahrenstufe ist, desto mehr Hänge sind auszulösen, desto leichter können die Hänge ausgelöst werden. In Verbindung mit der Hangsteilheit ergibt sich daraus, je höher die Gefahrenstufe, desto flacher sollte man sich bewegen, weil man bei den höheren Gefahrenstufen auch die Fernauslösungen und die Selbstauslösungen berücksichtigen muss. Das heißt, grundsätzlich bleibt die Neigungsgrenze der 30 Grad immer relevant, aber bei höheren Gefahrenstufen können auch aus weiter entfernten Einzugsgebieten Lawinen spontan abbrechen und eine Gruppe gefährden. Beim Gelände ist es wichtig, Geländefallen zu berücksichtigen. Das heißt, Steilabbrüche, Rinnen, Gräben sollten unbedingt gemieden werden. Hier hat man vor allem die Konsequenzen zu berücksichtigen. Das heißt, wenn man über eine Wand hinunterfällt, braucht es nicht zusätzlich noch die Lawinenverschüttung, um ein fatales Ergebnis zu bekommen. Auch in Gräben
reichen schon kleine Lawinen aus, um sehr tief verschüttet zu werden. Auch hier sind die Konsequenzen dementsprechend dramatisch. Das heißt, Geländefallen stehen immer an erster Stelle in der Beurteilung des Geländes allgemein. Grundsätzlich gibt es auch günstige Geländeformen, das heißt Terrassen, kubiertes Gelände, breite Rücken, die nicht so steil sind, sind günstiger als sehr ungegliederte, steile Hänge, in denen große Schneehöhenunterschiede zu finden sind. Schauen wir uns jetzt die Mechanik von unserem Schneebrett an. Dann habe ich ja unten eine Schwachschicht, oben drüber ein Brett. Jetzt kann es sein, dass das Ganze irgendwann mal aus dem Gleichgewicht gerät. Das redet dann von einer Selbstauslösung. Zum Beispiel, dass ich jetzt eine höhere Masse draufpacke, also mehr Neuschnee noch, mehr Triebschnee oder auch Regen. Also es wird eine Zusatzlast oben dran aufgebracht und diese Schwachschicht unten trägt das ganze System nicht mehr an steilen Hängen. Und dann kommt es eben zur Auslösung. Es kann aber auch sein, was meistens der Fall ist, also 95%, dass irgendwas konkret jetzt diesen Hang stört. Also eine Initialisierung nennt man das. Der Skifahrer fährt in den Hang rein und erreicht jetzt die Schwachschicht. Also durch sein Körpergewicht, durch seine Belastung, kommt er wirklich bis auf diese kantige, schwache Schicht und stört die jetzt im kleinen Raum, also nur unter seinem Ski. Und die nächste Frage ist jetzt, da passiert dieser Bruch, dieser Kollaps, wie man das nennt, in der Schwachschicht. Läuft der, breitet der sich aus oder stoppt es? Und wenn das Brett jetzt optimal flächig vorhanden ist und die Schwachschicht auch, dann habe ich diese Gegebenheit, dass dieses Brett, zack, in Sekundenbruchteilen, dieser Bruch läuft und dieses ganze Brett, die ganze Tafel auf einmal anfängt abzurutschen. In Sachen Lawinengefahr spielt der Faktor Mensch eine besonders große Rolle. 95% der Lawinen werden durch die Tourengeherinnen, durch die Tourengeher, durch die Variantenfahrer selbst ausgelöst. Das heißt, im richtigen Verhalten könnten wir den größten Teil der Unfälle verhindern.